Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Prison Architect Psych Ward. Hier in unserem Psychoknast auf dem Mond. Es sieht aus wie Sau. Ich weiß nicht, warum die Konsole jetzt nicht aufräumen. Aber, wie man sieht, sind unsere Gummizellen endlich fertig hier für die Einzelhaft. Werden auch redlich benutzt. Da kommt direkt hier der, ne? Weiß Bescheid. Der Krankenpfleger. Wer anfängt zu randalieren, kriegt erstmal hier eine Dosis Beruhigungsmittel. Die sind fertig. Hier unten, das ist jetzt fertig gebaut. Ich habe das einfach fertig bauen lassen, noch hingezogen. Ja, wir haben da noch einiges am Platz für schwere Häftlinge. Müssen wir mal gucken. Worum wir uns jetzt erstmal kümmern müssen, ist hier der Katastrophenblock, der abgebrannt ist letzte Folge. Die Außenwände stehen schon. Ich habe auch schon mal wieder Wasser und Strom, also Sanitäranlagen und Strom, neu bauen lassen. Wir müssen uns jetzt erstmal hier wieder um die ganzen Mauern und so weiter kümmern. Dass es hier mal wieder weitergeht, dass wir hier auch Leute reinpacken können, ja. Weil kann ja nicht sein, dass hier alles so in Schutt und Asche stehen bleibt. Das wollen wir natürlich nicht. Geht nicht. So, hier war noch eine Wand, glaube ich, ne? Kann das sein? Kann sein. Ich weiß noch nicht so ganz. Müssen wir gucken. Müssen wir gucken, auf jeden Fall. So, das wird auch ein bisschen dauern, weil die ja hier überall immer warten müssen mit den Wänden und so. Die Tür muss aufgeschlossen werden und bla bla bla. Ja, ja, ja. Alles klar, nerv nicht. So halt. Du kennst das Spiel. Machen wir jetzt erstmal die Wände, lassen die da in Ruhe bauen. Gucken, was passiert. Dann kommen wieder die Böden und so weiter und so fort. Hier in der Mitte, die Böden könnten wir eigentlich schon direkt machen. Wissen ja, da kommen sie auch so hin. Da wissen wir, dass das ja... Hier war eine Doppelwand. Man sieht's. Man sieht's. So, wir wissen ja, dass da Parkett war. Wir wissen, dass hier drin ein roter Teppich war. In unserer Präsidenten-Suite-Knastzelle. Was soll's. So, ziehen wir das erstmal alles so durch hier. Ziehen wir es irgendwie durch, ne? Das muss noch zu. Dann können wir erstmal hier an den Rändern gucken, ob hier noch alles in Ordnung ist. Oder ob hier auch was abgefackelt ist. Hier ist nämlich auch was abgefackelt, so, siehst du. Das ist auch abgefackelt. Warum haben wir da eine Wand, wenn ich mal fragen darf? Weiß nicht, ob das noch richtig geht. Da müsste eine hin. Müssen wir gleich gucken, was er da schreibt, meckert oder sonst was macht. Ich werde garantiert auch wieder irgendwas schief und falsch bauen, wetten wir. Starten wir erstmal die Aufräumarbeiten hier. Und dann gucken wir, was daraus wird. So, da ist noch was. Hier ist noch was. Die Wand hier war doppelt. Hier müssen wir noch alles wieder neu bauen. So, ich hoffe, das funktioniert. Guck, der zum Beispiel hier, der hängt irgendwie fest, macht nichts mehr. Aber das kriegen wir schon wieder irgendwie hin. Das kriegen wir schon wieder irgendwie hin. So. Sehr schön. Sehr schön. Hier die Wand doppelt. Das muss noch. So. Juhu. Ich muss sagen, das Psych Ward, das ist echt cool geworden. Ich bin mal auf das ganz Neue gespannt. Auf das DLC, was da mit dem Trailer angekündigt wurde. Wann das denn dann rauskommt und was wir da haben. Das sah, für mich sah es stark nach Alcatraz aus, aber wir werden dann sehen. So, jetzt brauchen wir noch den Boden. Natürlich wieder alles auf einmal hier, auf dass die Leute auch nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Hauptsache alles gleichzeitig. So, da wird schon wieder Wache geschoben hier. Das ist schon mal sehr gut. Wieso rennt der Krankenpfleger hier rum? Weiß kein Mensch. So, der Boden neu. Dann lassen wir sie erstmal hier bauen. Da oben sind ja schon wieder die Wände so langsam in Ordnung. Sehr gut. Jetzt haben die hier wieder einiges zu tun. So, warten wir mal, bis die da fertig sind. Währenddessen können wir mal wieder eine Razzia machen. Wir haben ja nichts zu tun. Wir dürfen... Goldene Taschenuhr. Warum sind die her, bitteschön? Haben die eine goldene Taschenuhr her? Feuerzeuge. Siehst du, da hat schon wieder einer ein Feuerzeug geklaut. Auch scheiße. Nicht, dass die hier wieder alles abfackeln. Da habe ich keinen Bock drauf. So, hier ist Besuchszeit. Hier haben wir die ersten Kleinstraße. Hier ist überhaupt kein Mensch mehr drin. Die normalen gehen überhaupt nicht mehr in Einzelhaft. Das sind alles die psychisch Kranken, ne? Oder das liegt daran, dass wir hier nur noch psychisch Kranke haben, weil wir die alle psychisch krank machen. Mit unserem Chaosknast. Das kann natürlich auch sein. Weiß ich nicht. Werden wir dann. Müssten wir mal überprüfen, die Theorie. Ob das so stimmt. So, da ist einer, genau. Scharfschütze haben wir auf dem Hof. Das ist auch gut. Alter, das, wir brauchen eigentlich viel mehr Consuelas. Guck, hier wird nichts sauber gemacht. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Ich habe keine Ahnung, was die machen, die Consuelas. Die rennen alle nur überall rum. Wir sind mal so frei. 100. Wir machen noch 53.000 plus. Ich weiß ja nicht, was die kosten. Autosave auch noch. Bitte nicht abstürzen. Bitte nicht. Kosten die gar nichts am Tag? Kann das sein? Wir haben aber Personalschlüssel. Wenn die nichts kosten, dann machen wir direkt 50 mehr. No, no, no.
So, jetzt haben wir nochmal 50 Kontrolliers eingestellt, die sauber machen können. 150 in dem Knast, die sollten eigentlich langsam mal reichen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Vor allen Dingen rennen die alle gleichzeitig in derselben Ecke rum, statt sich mal was zu verteilen. Guck, den ganzen Dreck hier, den lassen sie stehen. Jetzt gehen sie woanders hin. Keiner weiß wo. Alter, das ist ein Tunnel. Da ist ein Tunnel. Das sieht aus hier. Aha. Aha. Tunnel gefunden, ihr Schweinchen. Wollten bestimmt wieder hier raus und dann abhauen, wetten wir? Garantiert. Garantiert. Hier haben wir auch noch keinen Boden, aber das lassen wir mal gucken. Die Kantine, die wollten wir eigentlich bauen. Und hier oben noch so einen Lagerraum hinmachen, ne? Es ist... Oh. Wir kommen irgendwie zu nichts. Aber gut. Das Feuer im Zellenblock war halt unerwartet. So, sind die fertig hier? So gut wie. Dann können wir hier schon mal wieder den roten Teppich hinlegen. Machen wir mal so. Einfach so. Genau. Und hier so. Teppich. Sehr gut. So. Und so. Juhu. Wunderbar. Wunderbar. Sehr gut. Haben wir das auch schon mal. Können wir wieder weitermachen. So, Razzia gleich fertig. Wir haben wieder jede Menge gefunden. 300 in Warteschlange für Einzelhaft. Hier oben sind die jetzt alle okay. Auch wieder normal. Das sind bestimmt die, bei denen die Sachen gefunden wurden, wetten wir. 7 Besucher auf dem Gelände, 97 bereit für Bewährung. Ja, das läuft ja ununterbrochen Tag und Nacht. Das müsste eigentlich weniger werden gleich. So, ah, guck mal, jetzt sind sie hier oben am Saubermachen. Endlich mal. Endlich mal, Leute. Das ist ja bar, wie das hier aussieht. Das an die ganze Armada. Die ganze Armada an Consuelas, die hier die Gänge sauber machen. Schön. Ach, sehr schön. Die Betten kriegen wir auch nie hergestellt, glaube ich. Wir könnten mal gucken. Aber in der Kirche sind ein paar. Okay. So. Was ist das denn hier? Programme? Sicherheit in der Werkstatt. Kein Terminplatz gefunden. Ach, haben wir doch hier. 66% bestanden. 78% bestanden. Tischlerlehre. 2 beendet, 0 bestanden. Okay, kein Wunder, dass wir noch keine Betten machen können. Keine Ausstattung. Wie keine Ausstattung? Was labern die hier? Was brauchen wir denn dafür? Das ist natürlich kein Wunder, ne? Was brauchen wir denn für die Verhaltenstherapie? Also, ich bin jetzt... War das nicht eine Gruppentherapie? Oder wir wollten hier noch Dingens reinmachen, ne? Kriegen wir hier noch Psychologenbüros rein? Gucken wir mal. Schnelles Bauen. Bam, 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 bam. Nur normale Büros hier rein. Sollten wir hier reinkriegen. So, 1, 2, 3. Ich meine, das ist hier für Psychologen, ne? Im Psychologen wird die Verhalten... Beim Psychologen wird die Verhaltenstherapie gemacht, ne? Das ist jetzt keine Gruppentherapie, oder? Gucken wir mal, ob das dann was bringt. Ich verwechsel das immer. Gruppentherapie für Alkoholiker, kein Lehrer, weil wir keinen Psychologen haben, ne? Das ist nur, weil wir den einen hier hinten haben, wo wir den gesagt haben, da dürfen die nicht hin, glaube ich. Oder haben wir überhaupt noch einen Psychologen? Psychologe, guck, wir haben einen Psychologen, der ist hier hinten, wo die nicht ran dürfen. So, kein Wunder. Aber 60 beendet, 8 bestanden. Wir haben es schon mal gemacht. Wir haben es schon mal gemacht. So, vielleicht haben wir einfach zu wenige. Bewährung ist gerade aktiv. Geistige Führung auch. 932 beendet. Okay. Psychiatrische Beratung haben wir ohne Ende. Das passt auch. Gnadengesuch bei Todesurteil brauchen wir nicht. Haben wir noch gar nicht. So, wie sieht's aus? Alles wieder schnieke hier. Ich hoffe doch. Was meckert er hier? Umschlossen von Wänden. Der ist doch umschlossen von Wänden. Laber doch keinen. Sieht gut aus. Nee, da fehlt noch was. Habe ich da echt was vergessen? Oder... Da muss noch eins hin. Da muss noch eins hin. Es sieht auf jeden Fall wieder ganz gut aus, wie vor dem Feuer. Da ist noch ein Loch. Hier haben wir eine Wand vergessen. Toilette, bla bla bla. Die sind doch umschlossen von Wänden. Vielleicht ist die Zelle hier ein bisschen... Keine Ahnung, müssen wir nochmal auflösen. Was ist hier? Braucht ein Bett. Ah ja, das ist... Wahrscheinlich tut er die Zellen dann auch auflösen, ne? Die müssen wir da nochmal gleich... Ich gucke hier überall, wo es blinkt, müssen wir dann gleich nochmal die Zellen auflösen und neu machen. Ist ja kein Problem. So, da ist alles zu. Warum auch immer hier Fenster drin sind, ich habe keine Ahnung. Weiß nicht, wo du auf den Mond hingucken willst.
Hier oben auch. Ach, die ist offen, da ist niemand drin, ne? Nee. So, da ist alles zu. Ich hoffe doch. Noch nicht. Warten wir nochmal kurz. Mann, ey. Aufräumarbeiten heute, echt. Hier oben die fertig? Nö, warum sollten die auch fertig sein? Wofür sollten die fertig sein? So, das ist fertig. Der fertig, noch nicht ganz. 6000 für vorzeitige Entlassung. Juhu! Da können wir hier alles wieder schön die Dingens reinmachen. Den Teppich und den Parkettboden. So, soll ja auch ordentlich aussehen. Ach komm, mach einfach mit. Nee, mach mal nicht. Das machen wir nicht mit. Die kriegen auch. Die kriegen wieder schicken blauen Boden hier. So. Roter Teppichboden? Ja, mach mal. Das wird echt hier der Deluxe-Knast mit dem roten Teppichboden. Bevor wir in irgendein Nobelhotel oder so. Aber egal. Vollkommen egal. So, der meckert immer noch rum. Warum? Das ist ein stinknormales Büro. 4x4. Büro, Schreibtisch, Stuhl, Sessel, Aktenschrank. Ah, jetzt wieder. Er hat wieder länger gebraucht. Jetzt kann man nämlich auch noch Personal einstellen. Und zwar Psychologen. 1, 2, 3. So, jetzt haben wir noch ein paar mehr. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt was bringt. Mit der, mit den Therapien da. Die Verhaltenstherapien und so. Da müssen wir mal gucken. Die können jetzt gerne hier arbeiten. Oder ich habe das wieder total verpeilt und irgendwas vergessen. Kann natürlich auch sein. So, jetzt gucken wir mal nach, nicht Böden, sondern Räumen. Wo ist die Zelle? Da ist die Zelle. Komm her. So, welche meckert hier? Die kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Die hier kann weg. Das hier kann weg. Überall nur noch Pünktchen und so. Die können weg. Ein Todesfall. Die können weg. Die kann weg. Blinkt noch irgendwas? Nein. So, und jetzt können wir hier immer so schön die Zellen machen. Das sollte eigentlich passen. Gucken, ob das geht oder ob die meckern. So, von Wänden und Türen ausge- was? Eingerahmt. Ja, passt. Okay, wunderbar. Können wir das wieder so machen? Jupp. Jupp, dran denken, nicht die Türe mitnehmen, sonst hast du ein Problem. Oh, da geht's nicht. Da fehlt nämlich noch eine Wand. Aber hier müsste es komplett gehen. Supi. So schnell geht das. So schnell geht das. So, hier die Wand nochmal rein, bitte. Danke, da haben wir nämlich auch wieder ein paar Plätze hier frei. So, mal gucken. Hier müssen wir noch... Bam, da fehlt auch noch eine. Super. Warum fehlen denn hier immer noch überall Wände? Was soll denn der Scheiß? Aber schwubbeldi-bubbel sind die Leute schon drin. Sehr gut. Guck mal, und schon kriegen wir wieder 14 Häftlinge. Nice. So, die brauchen jetzt ein bisschen. Man merkt auch, wie lange das dauert jetzt, ne? Wie lange das dauert, bis die kommen. Oder bis die das aktualisiert haben, so rum. Die stehen nur rum und machen nichts. Anscheinend waren es doch die Verkehrten. Sicherheit in der Werkstatt, Allgemeinbildung, Verhaltenstherapie, 114 in Warteschlange, keine Ausstattung. Warum keine Ausstattung? Terminplan. Wo ist die Verhaltenstherapie? Büro allgemein, Verhaltenstherapie, Büro nur für Personal. Guck. Aha, da haben wir es doch. So. Was ist hier? Die für dieses Programm benötigten Objekte sind in keinem gültigen Raum vorhanden. Was braucht man dafür noch? Für eine Verhaltenstherapie. So, so, so. Dann würde ich gerne mal wissen, was für Objekte wir da drin brauchen. Es ist ja irgendwie... Büro vom Psychologen, okay. Ja? Wir können ja mal gucken, Objekte. Was braucht man denn für eine Verhaltenstherapie? Ein kurzes Bücherregal, nur im Innenbereich? Ja, genau. Ja, randalier du wieder. Ein Elchkopf brauchen wir garantiert nicht. Ein Kleiderständer. Und Güte des Personals, könnte man so hinmachen, brauchst du nicht. Ruhe da drüben. Eine Kommode. Das ist jetzt natürlich blöd, ne? Was? Passt zum Ledersofa, perfekt für Personalräume, für Insassen eher zu fein. Okay, Grabsteine sind mir gerade egal. Den Wachturm, den können wir mal in den Psychologenraum setzen. Ha. Aber das ist... Ledersessel.
dasselbe. Erhöht das die Erfolgschancen bei einer. Lass mal gucken, wenn wir sowas hier rein. Psychisch krank, das ist ja. Das ist eine Verhaltenstherapie. Das hat doch nichts mit psychisch krank zu tun, oder? Wird das Büro des Psychiaters um einen Flipchart mit der Darstellung des Gehirns ergänzt, erhöht sich die Erfolgschance bei der Behandlung psychisch kranker Insassen. Okay, Arzneischrank. Ah, die sind ja nicht psychisch krank, oder? Das ist alles nur für einen Psychiater, das ist jetzt nicht für Psychologen. Oder müssen wir einen Psychiater noch bauen? Aber das glaube ich nicht, wir haben ja schon einen Psychiater. Psychiater ist ja Psychotherapie, die haben wir ja unten, ne? Pharmakologische Gruppentherapie, guck, kein Lehrer, kein Lehrer, kein Lehrer, warum auch immer. Psychotherapie war, glaube ich, unten. Bewährung, geistige Führung, guck, psychiatrische Beratung. Die funktioniert ja auch. Das hier ist ja Gruppentherapie. Beziehungsweise Verhaltenstherapie. Sagt er mir immer nur keine Ausstattung. Aber was für eine Ausstattung willst du, mein Freund? Welche Ausstattung willst du? Licht, Pflanze, elektrischer Stuhl. Nein. Passt hervorragend zu einem Tisch. Holzhocker. Ja, vielleicht noch so einen Stuhl hier reinsetzen. Passiert dann was? Mal gucken. Wenn wir hier immer noch so einen Stuhl hinsetzen. Dass er sich mit ihm unterhalten kann, weil der, der Typ im Gefängnis, der Verurteilte, der muss sich auch irgendwo hinsetzen können. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sag mal, ist jetzt mal Ruhe hier. Ah, nichts direkt wieder. Beruhigungsstufe. Bitteschön. Pillen, Spritzen, alles kriegst du. So, passiert jetzt was? Eine Ausstattung. Wir warten noch mal ein bisschen. Kurios, kurios. Cashflow. Oh, das regt mich jetzt schon wieder ein bisschen auf. Müsste ich mal nachgucken. Oder wenn du weißt, was da fehlt, kannst du es ja in die Kommentare schreiben. Ich habe keine Ahnung. Wir haben das ja hier bearbeitet. Guck, Gruppentherapie. Für dieses Programm gibt es keine Lehrer. Für dieses Programm benötigten Objekte sind in keinem gültigen Raum vorhanden. Warum? Warum? Verstehe ich nicht. Sollte eigentlich locker reichen. Die ganzen Polizisten hängen hier rum. Ich glaube, das ist für 500 Leute langsam ein bisschen zu klein. Die hat es nicht angeschlossen irgendwie. So, hier passt jetzt aber alles, ne? Ja, außer die hier. Die meckert noch rum. Warum? Weil da die Wand fehlt. Wo habe ich denn da die komplette Wand nicht gemacht? Naja, dann sollte die Zelle fertig sein. Die sehen auf jeden Fall wieder toll aus. Haben wir Aufräumarbeiten abgeschlossen, noch ein paar Psychologen gebaut. Jetzt muss ich gucken, was für ein, was da fehlt, dass die Verhaltenstherapie dann gestartet werden kann hier. Ich weiß nicht warum. Wir haben jetzt noch drei extra Psychologen. Der Stuhl bringt auch nichts. Irgendein Gegenstand fehlt. Ich weiß jetzt aber nicht welcher. Unten das Zeug war ja alles für den Psychiater, nicht für den Psychologen. Müssen wir mal gucken. Wenn du es weißt, haust in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, darfst du gerne abonnieren, Glocke aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Ede.